Donau 3 FM aktuell. Also wir sind hier bei der DLRG Ortsgruppe Ulm. Ich bin Klaus Kopp, bin seit 1972 aktiv in Ulm in der DLRG tätig und habe somit also etwas mehr als 40 Jahre Erfahrung im Wasserrettungsdienst, Badeaufsichten und was so dazu gehört. Also mit vollem Magen ins Wasser gehen ist nach wie vor nicht sinnvoll. Wenn der Magen recht voll ist, man sieht es ja oftmals an den Baggerseen, man isst dann mal ein Schnitzel, ein paar Pommes dazu, trinkt ein Bier dazu, dann lässt einfach die Leistungsfähigkeit des Körpers nach, weil sich der Körper dann auf das Verdauen konzentriert und nicht mehr auf die restliche Bewegung im Körper. Und beim Schwimmen sind noch sehr viele Muskeln beansprucht und daher ist es dann einfach ungünstig, schwimmen und baden zu gehen nach einem guten Essen. Ein kleiner Snack, ein Eis oder eine Waffel oder sowas schadet natürlich nicht, klar. Aber wenn man dann einen richtig vollen Magen hat, ist es ungünstig. Das Wasser kann kalt sein. Wir haben momentan in der Donau 17,5 Grad. Ich habe vorher nachgeschaut. Also nicht unbedingt Badewassertemperatur. Von dem her ist es natürlich gefährlich, wenn man sich aufheizt in der Sonne oder auch auf dem Floß zum Beispiel. Wenn man sieht draußen, man liegt auf dem Floß eine Stunde, brät dort und springt dann ins Wasser. Das kann ohne weiteres zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen. Auch Alkohol und Übermut sind Ursachen, warum es zu Unfällen im Wasser kommen kann. Klar, wir haben also immer wieder die Sachen, dass jemand getrunken hat oder dann eben unvorsichtig ist. Es ist wichtig, dass man auch seine Kräfte richtig einschätzt. Wir haben auch da immer wieder Fälle, dass eben Personen ihre Kraft überschätzen und dann weit rausschwimmen und am See und dann nicht mehr zurückkommen oder raus zum Floß schwimmen und dann keine Pause macht und versucht sofort zurückzuschwimmen. Auch da muss man bei seinen Kräften sich immer überlegen, was kann ich leisten? Schaffe ich den Hinweg? Ja, aber ich muss den Rückweg auch noch schaffen. Ja, also das ist einfach wichtig, dass man sich da selber nicht überschätzt und versucht, sich selber einzuschätzen, was kann ich schwimmen und was kann ich eben nicht mehr leisten. Wichtig ist, wenn man selber ein Problem bekommt und es rechtzeitig merkt, auf sich aufmerksam machen. Schreien, dass irgendjemand am Ufer auf einen aufmerksam wird, der ihm vielleicht helfen kann und dann eben unter Umständen dich stützen kann zum Rausschwimmen, zum ans Ufer kommen. Die Fälle gibt es, aber wie gesagt, deshalb ist auch wichtig, man sollte nie alleine zum Baden gehen oder an den See gehen, denn wenn niemand da ist, kann mir keiner helfen, schlicht und ergreifend. Ertrinken ist eigentlich ein lautloser Tod, das heißt, es schreit niemand und jubelt, wie man es ab und zu im Fernsehen sieht, juhu, ich bin am Ertrinken, sondern wenn, dann ist es ein sogenannter stiller Tod, die Leute gehen unter und sind einfach weg. Und da ist dann wichtig zu beobachten, wo sind die untergegangen und dann über die 112 einen Notruf absetzen, egal wo, oft in Europa 112 hilft immer. Und man dann sich merken, ist auch wichtig, wo die Stelle ist, an der die Person untergegangen ist, damit sich die Rettungskräfte beim Suchen nachher leichter tun.